weiß nicht, Ezio. Trotz des Alters ist die Bauweise weit fortgeschritten. Ich habe noch nie etwas dergleichen gesehen. Leider werde ich ohne die Originalpläne nicht viel tun können, Midis Piace. Moment! Was hast du denn? Der Inhalt dieser Seite ist verschlüsselt. Aber wenn meine Theorie stimmt nach diesen Zeichnungen, könnte es sein... Könnte es was sein? Bitte, setz dich. Leonardo, Bemerkenswert. Stellen wir diese Lettern um und wählen dann jeden dritten? Ah ja, er ist also hier so ein Code-Knacker. Bitte, es ist fertig. Was ist fertig? Die Klinge. Ich konnte dein Pergament entschlüsseln. Es zeigt genau, was zu tun ist. Jetzt müssen wir nur noch deinen Ringfinger amputieren. Wirklich? Tut mir leid. Aber so muss es getan werden. Die Klinge wurde entworfen, die Hingabe ihres Trägers zu garantieren. Gut. Dann mach schnell. Ha, ich hab nur Spaß gemacht, Ezio. Auch wenn die Klinge einst ein Opfer verlangte, wurde sie modifiziert. Du kannst deinen Finger behalten. Ah, coole Sache. So und so drücken, um versteckte Klinge auszuwählen. Aber sehr gerne. Muss das sein, dass das jetzt hängt? Oder habe ich eine falsche Taste gedrückt? Fehlt noch eine Taste? Unglaublich. Oh ja. Das ist es. Ich habe jetzt irgendeine Taste jetzt gedrückt. 1, 2, 3. Leider nur diese eine. Hör zu. Nein, ich habe noch eine gefunden. Lügner. Bitte, bring sie mir. Du hast mein Wort. Und danke, dass du es repariert hast. Es im Namen der florentinischen Wache, öffnet diese Tür! Ein Moment! Warte hier. Vielleicht können wir sie ja mal austesten. Sie, wie kann ich euch helfen? Beantwortet mir doch ein paar Fragen. Natürlich. Okay, jetzt muss ich nur noch gucken, mit welcher Taste ich das auswähle. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört! Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht für dumm! Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Ja, vielleicht hilft eine versteckte Klinge in deinem Gesicht deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Und boom! Na? Jetzt müsste ich ihn doch eigentlich ausrauben können. Es tut mir so leid. Ich bin schon an diese Behandlung gewöhnt. Wohin mit der Leiche? Bring sie rein und leg sie zu den anderen. Andere? Die Stadt gibt sie mir, zur Forschung. Ja. Leiche aufheben. Naja, da wird der Zeuge wohl Pech gehabt haben. Denn Leonardo soll uns noch ein bisschen mehr helfen. Der soll hier nicht getötet werden. Hab Dank, Leonardo. Sieht sogar noch fast lebendig aus. Jederzeit. Und denk daran, findest du mehr dieser Seiten, bring sie zu mir. Wenn sie neue Zeichnungen enthalten, kann ich auch deine Klinge verbessern. Natürlich. Aber jetzt sollte ich wirklich zu Paola zurück. Sende ihr meine Grüße. Ich würde hier gerne rauskommen. Achso, bin ich schon. Cool. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch eine Seite hatte. Aber ich weiß auch nicht, woran ich das sehe. Versteckte Klinge erhalten. Fähigkeit Attentat erlernt. Und das war's. Gut. Nein, weil ich muss mal gucken, ob Inventar noch irgendwelche Codex-Seiten hier hab. Eine Feder, keine Codex-Seiten. Na gut. Ich war mir ziemlich sicher, ich hätte eine aus dieser Kiste da geklaut. Vor ein paar Folgen. Scheinbar nicht. Hütet euch vor einer unreinen Erzlieferung des Händlers Fidelio. Einige Mitglieder von
Das muss ich mir jetzt mal selber angucken, wie sieht denn das aus hier so. Ach ja, auf der Seite. Geiler Scheiß, direkt mal austesten. Zwei. Und damit kann man zum Glück auch so kämpfen, aber... So. Da haben wir's und jetzt muss ich noch den nächsten Schmied suchen, der mir ein richtiges Schwert verkauft. Ja, ja, deine Mutter. So, und jetzt muss ich auch den Kämpfen nicht mehr aus dem Weg gehen, weil ich sie einfach alle platt machen kann. Zum Beispiel ihn hier. Oder ihn hier. Oder ihn hier. Komischerweise schaffe ich immer nur zwei und den dritten muss ich immer hier richtig bekämpfen. Aber immerhin. Geile Sache. Ich gehe mal hier rein. Ja, ja. Da werden wir hier auf der Straße schon begrüßt. Endlich mal einer, der uns nicht beleidigt oder als Irren darstellt. Wo ist denn hier der Laden? Auf der anderen Seite wahrscheinlich. Ja, komm schon, du darfst auch ein bisschen schneller runterklettern. So schnell wie er hochklettert, aber auch runter. Ja, ich will doch auch deine Metallwaren, wenn ich hier mal runtergeklettert bin. E drücken, um einzukommen. Keine Rüstung beschädigt, das ist gut. Waffen nicht auf Lager. Wieso sind die Waffen nicht auf Lager? Rüstung, gucken wir mal. Was hast du? Schulterteile Leder, 2300. Könnte ich mir leisten. Gib mir ein Gesundheitsquadrat dazu. Doch, warum nicht? Gegenstand erhalten. Ja, cool, ne? Sieht man jetzt auch, jetzt sieht das hier viel krasser aus. Eigentlich hässlicher, aber ist auch egal. Ja, was? Du willst Ärger, habe ich gehört. Und deine Mutter will auch Ärger. Und deine Schwester will auch Ärger. Ah, verdammt. Und deine Schwester will auch Ärger. Will mich verarschen? Du rennst ganz bestimmt nicht weg. Naja, die kann ich jetzt eigentlich mal kurz hier, Ja, schön angrapschen. Hast du das eben gesagt? Ach ja, wohin? Warnung, Ezio darf keine Zivilisten töten. Und was, wenn das doch macht? Die Ermordung weiterer Zivilisten führt zur Desynchronisation. Ja, okay, gut, dann lassen wir es halt. Na, du auch. Na also. Ja, macht auf jeden Fall ganz schön Spaß jetzt. Wir müssen uns nicht mehr alles bieten lassen, müssen uns nicht mehr von irgendwelchen Schwertern schlagen lassen. Aber ich weiß noch nicht so ganz, wo die Mission ist. Irgendwie, ich laufe hier die ganze Zeit im Kreis. Das ist nicht so schlau. So, hier, jo, ja. Ah ja. La Rosa Colta. Interagieren. Ihr wart ja ganz schön lange fort. Leonardo redet gerne. Das stimmt wohl. Aber sicher habt ihr nicht nur geredet. Moment. Ich gab euch die Fertigkeit, Leonardo gab euch die Klinge. Nun fehlt nur noch die Tat. Wo kann ich Uberto finden? Mein Mädchen nach ist er heute bei der Enthüllung von Verrocchios neuestem Werk anwesend. Sie findet im Kloster Santa Croce statt. Achtet so lange für mich auf meine Mutter und Schwester. Natürlich, Ezio. Als wären sie meine Familie. Wir, die verrät uns am Ende auch noch. Richter, Geschworener, Henker. Eine Kurzausstellung in der Santa Croce besuchen, Uberto finden und Rache nehmen. Denn Uberto Alberti, du kleiner Penner, wirst so sterben. Das glaubst du doch gar nicht, wie du sterben wirst. Uberto Alberti, Datenbankzugang.
Ah, wir brauchen da keine Datenbank für. Ja, in der Tat, dummes Ding. Nix da, lasst mich in Ruhe. Ich muss das übrigens machen, weil wenn die mich verfolgen, das ist auch nicht cool. Also ich bin jetzt hier nicht irgendwie darauf aus, Leute zu töten, aber ehe sie mich entdecken und mir 10 Jahre hinterherrennen und noch mehr Leute anlocken, die mir hinterherrennen, töte ich sie doch lieber. Ne? Irgendwie nachvollziehbar. Ja, dann würde ich sagen... Moment, wo war die? Da oben. Ah, Moment, hier sieht man es jetzt, hier Datenbankzugang mit so einem Auge dran. Das heißt, irgendwo hier ist so ein cooles Logo. Mit so einem coolen Minispiel. So einem Rätsel. Die Frage ist nur wo. Oh, ganz da oben, ich sehe was. Oh, das ist eine Feder. Da muss ich jetzt mal rumgucken. Ach, ziemlich gut bewaffnet. Was habe ich denn dabei? Ich habe eine versteckte Klinge, die ihr nicht seht. Also komme ich also hoch. Will erstmal normal hoch. Was? Was? Will du mich verarschen? Es liegt daran, weil du hässlich bist. Er hat sie doch nicht mehr alle. Ey, komm schon, du kannst doch an dem Kirchenfenster hochklettern. Lass dich doch jetzt nicht von irgendwelchen scheiß Steinen treffen. So, jetzt müssen wir rumgucken. Da oben war da was. Ja, komm, kletter hoch. Federn. Warte mal, da. Da war's, da war's. Ich hab's gesehen. Ist das nicht das Zeichen der Freimaurer? Ist das nicht das Zeichen der Freimaurer oder irgendwie sowas? Ja, komm schon, ich will das jetzt benutzen. Vergangenheit. Ein großes Netz von Verbindungen und Unterverbindungen. Alles gesteuert vom Zufall, oder nicht? 64 Quadrate. Datei freigeben. Ah ja, und da muss jetzt irgendein Lösungswort, höchstwahrscheinlich ein Name, rauskommen. Wir können jetzt hier die verschiedenen Ringe irgendwie drehen, dass da ein sinnvolles Bild rauskommt. Hier, Kopf logischerweise oben. Mit Krone. Was fehlt noch? Der Ring fehlt noch. Und der Ring fehlt noch. Oh, passt schon. Geil. ID, Edensplitter 2, Apfel. Weiter. Und was kommt raus? Achso, nee, ich muss noch mehr Sachen zusammensetzen. Noch mehr Leute. Hier ist ein Kopf. Der gehört dazu. Oh ja. ID, Edensplitter 1, Apfel. Kaiser Napoleon I. von Frankreich. Und noch etwas sogar. So. So, passt. Der hatte auch irgendwas. ID, Edensplitter 3, Apfel. George Washington, Vereinigte Staaten, 1781. Passcode gefunden. 10352. Drücken, um Passcode einzugeben. Datei freigegeben. Und wir haben... noch eine Szene bekommen. Wir können jetzt alle abspielen. Ich weiß leider nicht, welche Taste es ist. Ich klick's mal an. Krass, ne? Das hat sich voll gelohnt. Ja, zurück. Und einfach wieder ins Spiel. Ujo. Ujo. Du denkst echt, du kannst mich töten? Du denkst nicht echt, du kannst mich töten. Nein, du kannst mich nicht töten. Du kriegst jetzt auf die Fresse. Nein, du fällst nicht runter. Und ich werde ganz sicher mich heilen. So, aber wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ach, es ist gar nicht das Gebäude hier. Wow. Grandi, ach doch, da oben muss ich hin. Nee, aua. Wow, hat kein Leben gekostet.